Nicht weit von dieser Gruppe weg vorne ist Sigi Minich, der um seinen 8. Platz jetzt unter Umständen doch noch bangen muss. Das ist der Japaner Tadahiko Taira. Und mit Nummer 64 haben wir Virginio Ferrari gesehen, den ehemaligen Halbliterfahrer, der 2 Halbliter Grand Prix in seiner Karriere gewonnen hat. Auch er fährt für das Honda Katayama Team. Soweit zurück zur Entscheidung. Carlos Lavado vorne. Er dürfte seinen Vorsprung im Großen und Ganzen auf Martin Wimmer gehalten haben. Fährt ähnlich wie Eddie Lawson vorhin ein sehr beherrschtes und dennoch überlegenes Rennen. Und wenn er dieses Rennen gewinnt, dann ist er in genau der gleichen Situation wie Eddie Lawson, was die Weltmeisterschaftszwischenwertung anbelangt. Von 4 Rennen 3-mal gewonnen, 1-mal Zweiter. Also fast das Maximum. Fausto Ricci, er liegt an 4. Stelle, glaube ich. Ja, der Vorsprung ist sogar größer geworden von Carlos Lavado. Der gibt noch kräftig Gas jetzt im Finish, 2 Runden vor Schluss. Mehr als 7 Sekunden Abstand auf seinen schärfsten Verfolger, den wir hier haben. Martin Wimmer, dann ist 3. Balde, 4. Ricci. Ja, hat sich mit schnellen Rundenzeiten, auch mit der schnellsten Rundenzeit, doch nach vorgekämpft. Aber mit diesem Start-Handicap wird Martin Wimmer, wenn Lavado in keinen Unfall verwickelt ist, nicht gefährden können. Auch wenn es heute schon besser lief als in den letzten Rennen. Es ist ja eigenartig, denn im Grunde sind das ziemlich ähnliche Maschinen, beide Yamahas, wenngleich die von Lavado von einem venezolanischen Team gemanagt wird und dass die von Wimmer aus dem Team von Giacomo Agostini kommt. Er hat sich von dem Japaner Taira noch überholen lassen müssen, aber Rang 9 für den Winzer Sigi Minich und damit 2 Weltmeisterschaftspunkte. Und fürchte, dass Harald Bartol recht hat mit seiner Vermutung. Dieser Sturz, den, soweit wir das gesehen haben, der doch nicht ganz so glimpflich abgelaufen sein dürfte, dürfte den Salzburger Josef Hutter betroffen haben. Das ist das inoffizielle Endergebnis und auf immerhin 8,01 Sekunden hat Lavado am Schluss seinen Vorsprung auf Wimmer ausgedehnt. In der Weltmeisterschaft somit überlegene Führung für Carlos Lavado. Grüß Gott, liebe Tennisfreunde. Wir sind im richtigen Augenblick in Stade Roland Garros gewechselt. In einer Minute circa müsste dieses Endspiel beginnen. Ausverkaufte Tribünen, knapp 20.000 Zuschauer und endlich gutes Wetter. Es herrschen fast ideale Verhältnisse. Leichter Wind zwar, aber 21 Grad, also ideal für die Spieler in der Temperatur, und die Sonne ist endlich herausgekommen. Der Vergleich mit David und Goliath drängt sich auf, wenn man die Chancen für dieses 84. Endspiel im Herren 1 Lattweg, auf der einen Seite Ivan Lendl, die Nummer 1 der Welt, der Mann, der die Weltrangliste so überlegen anführt wie noch keiner vor ihm. Und auf der anderen Seite der ungesetzte Mikael Perfors aus Schweden, der sein Studium in den USA an der Universität von Georgia absolviert hat und dort, ohne dass man von ihm Notiz genommen hätte, ohne dass man viel mehr gewusst hätte, als dass er zweimal die amerikanischen Studentenmeisterschaften gewonnen hat, in spielerischer Hinsicht zur absoluten Spitze aufgerückt ist. Da haben Sie ihn. Vergleich stimmt auch nach der Größe, denn Perfors ist 1,73 und Lendl fast 1,90. Jetzt hat dieses Finale begonnen. Zero, Kern.
Aber dieser kleine Schwede bleibt dem großen Ivan Lendl überhaupt nichts schuldig. Schlägt mit gleicher Härte zurück. Sozusagen aus der Sicht des Spielers warten wir auf das zweite Service. Dieser 22-jährige Michael Pernfors kann einfach alles. 30-40. Breakball für den Schweden. Je Lendl. Sehr schön gespielt. Silberlegt von Lendl. Égalité. Un peu de silence, je vous prie. Merci. Lendl ist eigentlich nur noch nach vorgekommen, so zur Sicherheit. Erinnern wir uns zurück, 15:40 war es. Und dann hat Michael Pernfors im zweiten Versuch den Ball zum 2:1 verwertet. Die beiden haben natürlich noch nie gegeneinander gespielt. Lendl hat sogar gesagt, ich habe den überhaupt noch nie gesehen und ich schaue ihn mir auch gar nicht an, denn das Spiel muss ich diktieren und er soll sich dann darauf einstellen. Pernfors andererseits hat gesagt, ich habe ihn vielleicht 10 Minuten im Fernsehen einmal spielen gesehen. Ich habe mir die großen Turniere eigentlich ganz selten angeschaut, sondern lieber selbst und so oft wie möglich College-Tennis gespielt. Er war am College nur einmal Doppelmeister in den USA und ist erst dann etwas spät groß herausgekommen, hat 84 und 85 die Universitätsmeisterschaft, wie ich schon gesagt habe, der USA gewonnen und das heißt sehr, sehr viel. Das ist Tony Roach, soweit ich es erkennen kann. Ja, natürlich. Jetzt der Trainer von Ivan Lendl schon seit mehr als einem Jahr und er hat ihn tatsächlich, das kann man sagen, perfektioniert. Als Nachfolger von Wojciech Fibak. Blitzschnell diese Angriffe, Schnelligkeit zeichnet Michael Pernfors überhaupt aus. Sehr klug gespielt.
Jules das war Lendl. Sehr überlegt und ganz präzise geschlagen. Das war klasse. So ansatzlos kommen diese Stoppbälle. Ja, unglaublich. Unglaublich. Auf das müssen wir jetzt warten. Das muss wiederholt werden. Lendl hat natürlich mit Absicht den Gegner voll angesmasht. Und der Fernpass bringt diesen Ball zurück. Und sicher ein missglückter Lob. Schaut er sich das an. Damit hat er auch Beckham Le Comte überrascht. In der zweiten Runde schon Edberg. Was er unwahrscheinliche Bälle, meistens Smashes, zurückgebracht hat, manchmal sogar direkt gepunktet hat. Na, unglaublich. 30-15. Richtigkeitsfehler. Ein Ass, ein Doppelfehler. Und Breakchance für Lendl. Bisschen überraschend nach diesem so spektakulären 30-15. Aufschlag war out, zweites Service. Ja, dieser Zornausbruch ist wirklich verständlich. Da spielt er so einen tollen Ball und dann zwei Doppelfehler. Und wir haben das erste Break gesehen. Sie hören das Publikum, das Michael Pernfass sofort tröstend anzufeuern versucht. Er ist der Außenseiter, er kann ja auch unbelastet spielen. Aller Druck lastet auf Lendl. Bei 2-4 schlägt Pernfass auf. Und jetzt 0,40. Jetzt können es gleich 5-2 für Lendl stehen und dann serviert er. Gegen die Sonne, aber sehr, sehr sicher gesmasht von Ivan Lendl, der seinem 4 Jahre jüngeren Gegner jetzt das Service zum zweiten Mal und diesmal sogar zu Null abgenommen hat.
Ja, das war die große Frage über diesen Finale. Pernfass war gegen Becker und Leconte, die ja beide auch sehr druckvoll, sehr hart, sehr spektakulär spielen. Der ballsicherere Spieler. Aber Lendl spielt nicht nur hart, er spielt auch unglaublich solide und sehr, sehr sicher, macht ganz wenige Eigenfehler. Und das scheint sich in diesem ersten Satz jetzt einmal zu beweisen. Aber ich muss es noch einmal sagen, Pernfass ist ein unglaublich zäher Spieler, der immer besser ins Spiel gekommen ist in den Begegnungen vorher. Man wird sehen, ob ihm Lendl überhaupt die Gelegenheit dazu gibt. Denn bisher hat er es ja sehr schnell gemacht. Er hat im Semifinale noch Johann Krieg, den einzigen gesetzten Amerikaner übrigens, und der kommt aus Südafrika, mit 6-2, 6-1, 6-0 geschlagen. Und auch vorher gegen Westphal, Lasek, Minussi, den Argentinier und damit Keretic Deutschland keinen Satz abgegeben. Nur im Viertelfinale ein Viersatz-Match gegen Andres Gomez aus Ecuador. Lendl schlägt auf den ersten von drei notwendigen Satzgewinnen auf. 5-2. Jetzt hat er den zweiten Satzball vergeben. Diese leisen Pfiffe, die da immer bei seinem langen Vorbereitungsritual zu hören sind, stören ihn ganz sicherlich. Sehen, wie schnell Pernfass jetzt gestartet ist. Er antizipiert hervorragend. Das heißt, er weiß sehr schnell die Richtung der Bälle des Gegners. Achten Sie jetzt drauf, wenn der kurze Ball kommt jetzt. Und Sie haben gesehen, Lendl hat noch gar nicht richtig vorbereitet den Schlag. Ist Pernfass schon gestartet? Sicherlich einer seiner Vorteile. Breakchance. Und tatsächlich. Tja, sowas. Lendl hat bei 40-15 zwei Satzbälle, dann vier Fehler hintereinander und jetzt nur noch 5-3. Stand beide 30. Und jetzt wieder Satzball für Lendl, der dritte nach einer 30-0-Führung. Na, das Herz muss man haben, dass man bei einem Satzball einen derartigen Stopp spielt. Und
Der fünfte Satzball. Etwas überraschend und sehr schnell ist Lendl zum Netz gekommen, sehr früh auch. Schauen Sie, guter Start. Und damit hat er Bernfors sichtlich überrascht. Jeu et première manche Lendl. Mit seinem dritten Doppelfehler hat jetzt Michael Bernfors nicht nur dieses Game, sondern auch den Satz beendet. Er hatte Chancen zum 4:5, aber dann wäre Lendl mit dem Abschlag an der Reihe gewesen und zwei Breaks gegen Lendl, das ist doch eher unüblich. Der erste Satz geht an den Vorjahrsfinalisten. Die Uhr unten rechts an der riesigen Anzeigetafel zeigt Ihnen, es wurden 56 Minuten dafür gespielt. Beginn zum zweiten Satz. Aufschlag Lendl. Erster Satz 6-3 für den Tschechoslowaken. Veuillez ne pas bouger dans la tribune C, s'il vous plaît. Lendl wartet immer. Das Publikum fühlt sich provoziert und pfeift. Recht hat er, wenn er wartet, bis es ruhig ist. Ball zum 2:0. Ein Glück, aber ein verdienter Punkt und ein spektakulärer Punkt. Er entschuldigt sich bei Lendl, aber wäre der Ball nicht an der Netzkante hängen geblieben, dann wäre es ein glasharter Passierschlag geworden. Und das 2:0 ist perfekt. Bernfors, ganz kurz sind diese Cross-Passierbälle eine ausgesprochene Spezialität von ihm. Bei Lendl, wie er seinen Gegner jetzt noch einmal nachgeschaut hat, nach diesem einfach großartig gespielten Passierball. Ist dieser Ballwechsel vorbei. Wäre das schön gewesen, wenn er den noch positiv abgeschlossen hätte. Es wäre ein ganz toller Punkt gewesen. Jedenfalls spielt Lendl und damit hat er auf 1:2 verkürzt. Ich habe vorher gesagt, dass Lendl seinem 4 Jahre jüngeren gegenüber wenig Respekt einflößt. Man muss das ja noch ein bisschen untermauern. Schauen wir uns mal diesen Punkt noch mal an mit Genuss. Sehr schön gespielt von Lendl, der sehr viel Laufarbeit leisten muss.
Natürlich hat Bernfors diesen Ball noch versucht, gegen die Laufrichtung zu spielen, und akrobatisch hat Lendl abwehren können. Auch den erwischt er. Im Schlag aus dem Lauf erinnert er mich, um einen weiteren Vergleich zu ziehen, ein bisschen an Rod Laver, der allerdings Linkshänder war. Ich habe gesagt, man muss die Verdienste Lendls einmal richtig ausstreichen, um zu sagen, gegen wen dieser David Michael Bernfors hier Finale spielt. Ivan Lendl hat heuer einen Matchrekord von 41-2 Siegen. Er hat nur gegen Becker in Chicago verloren und da hat er sich am Knie verletzt im Finale. Und gegen Noah im Semifinale von Forest Hills. Sonst hat er alles gewonnen. Zuletzt Silence, Mesdames et Messieurs. Nach Ausheilung seiner Verletzung im rechten Knie. Und wenn ich sage, es könnte eine Konditionsfrage werden, dann könnte auch die Frage vielleicht aufgeworfen werden, ob das Knie von Ivan Lendl tatsächlich eine schwere Belastung schon aushält. 15-0. Nein. Nein, jetzt hat er ein bisschen Konzentrationsprobleme, habe ich das Gefühl. Dreimal hat er die Möglichkeit gehabt, auf 3-1 zu stellen und jetzt steht es 2-2. Ivan Lendl hat das 0-2 einmal wettgemacht. Wieder einmal ein Break. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Breaks bisher. Für Bernfors spielt der Aufschlag überhaupt nicht eine so bedeutende Rolle und Lendl hat auch erst ein Ass heute serviert. 2-2, nach bald eineinhalb Stunden, zweiter Satz, erster Satz, 6-3 an Ivan Lendl. Arbeit. Aber Lendl bleibt kühl während des Auf- und Abs bei seinem Gegner. 30. Während aller spektakulärer Szenen verliert Lendl nie die Ruhe und hat das Selbstbewusstsein der Nummer 1. Ganz genau, unerreichbar. 15-40. Neuerlich zwei Breakbälle zum 4-2 für Lendl. Bewegt sich unglaublich schnell am Netz. Ich muss immer wieder sagen, 1,73, 68 Kilogramm. Ein Händerl, aber blitzschnell und sehr leichtfüßig.
Ländern